Abschied von den Preußen und ihren Fans. Michele Rizzi bat um Freigabe, hat bei Regionalligist Wolfsburg 2 unterschrieben. Foto, Imago. Dieser Schritt kommt für die meisten Fans und Freunde von Drittligist Münster völlig überraschend. Wolfsburg 2 statt Preußen. Rizzi fehlt beim Trainingsstart. Als Chefcoach Marco Antwerpen, 46, gestern Vormittag seine Jungs zum ersten Laktattest nach der Sommerpause begrüßte, war Michele Rizzi, 30, schon nicht mehr dabei. Sondern beim Medizincheck in Wolfsburg. Michele Rizzi, L, kniet sich künftig für Wolfsburgs Amateure rein. Dafür bat er bei Preußen um seine Freigabefoto. Imago. Münster Mittelfeldspieler hatte, schweren Herzens, um vorzeitige Freigabe gebeten, um einen 3-Jahres-Vertrag bei Wolfsburgs Amateuren zu unterschreiben. In der Regionalliga. Rizzi zu Bild, das ist für mich kein Abstieg, sondern eine Aufgabe mit Perspektive. Ich habe ein abgeschlossenes Studium im Sportmanagement, wollte schon immer hinter die Kulissen einen Bundesligisten schauen. Jetzt habe ich die Chance. Trotzdem Quälerei gut gelaunt. Die Preußen starteten gestern mit einem Laktattest in die Saisonvorbereitung. Möglicher Reeds-Nachfolger bei Preußen könnte René Klingenburg, 24, von Schalke 2 werden, der den gestrigen Laktattest bereits mitmachte. Antwerpen, wir werden ihn in den nächsten Tagen beobachten. Er ist jedenfalls eine Option. Und zudem ablösefrei. Einmal biegsen, bitte. Preußens Neustürmer Rufat Dadaşoğlu beim Laktattest. Neben dem Rizzi-Nater fehlte auch Neuzugang Kevin Pires Rodriguez, 26, allerdings entschuldigt. Der Ex-Lotter ist noch bis Samstag im Portugal-Urlaub. Teilen Twitter und teilen auf Google Plus per WhatsApp verschicken per Mail versenden.